Guten Morgen, Servus, ich bin der Chris, der Chaosdrucker und ich mache einen Roadtrip. Innerhalb weniger Wochen tatsächlich jetzt schon der zweite. Vor wenigen Wochen habe ich Filament Unger besucht, Video ist oben verlinkt. Zieht euch das gerne mal rein, war saumäßig interessant, spannend, viele Sachen vergessen zu filmen, weil die Gespräche so geil waren. Oder so interessant waren, dass ich einige Sachen nicht gefilmt habe. Manche Sachen durfte ich euch auch nicht zeigen, aber egal. Heute wieder Roadtrip, ein neuer Roadtrip. Ich mach's kurz. Es geht direkt nach Berlin. Leider nicht zu Holy. Die, hatte ich geschrieben, gerade nicht möglich, weil Urlaub und keine Ahnung. Aber ist nicht schlimm. Ich bin ja wegen einem ganz anderen Termin da. Und das wird diesmal tatsächlich ein kleines bisschen strange. Warum? Zum einen, es geht in eine Location, wo ich vor ein paar Jahren schon mal war. Und zwar habe ich, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, vor einigen paar Jahren schon mal den Chef von 3DK Berlin interviewt. Und sehr saugeiles Interview. Es ging anderthalb Stunden, ich glaube so ein paar 50 Minuten sind dann nachher im Video gelandet. Also es hätte bestimmt noch einiges mehr gegeben. Wir waren so geflasht von dem, was er uns alles erzählen und zeigen konnte. War richtig geil und interessant. Heute ist es dieselbe Location, aber ein anderer Gastgeber. Das Interessante an diesem Gastgeber ist aber, da war ich auch schon mal. Allerdings ist der normalerweise nicht in Berlin, sondern in Prag. Wenn ich jetzt sage, okay, Prag, der eine oder andere wird es wissen, Cruiser, genau. Wir haben vor einigen Jahren mal eine Aktion gehabt, dass wir eine bestimmte Anzahl an Druckern als Community dort kaufen durften. Ist super gut angekommen und wir sind auch in Prag vor Ort gewesen und haben noch das ein oder andere Gerät direkt da abgeholt und dann auf dem Rückweg auch an, ich glaube, 3 oder 4 Personen auf dem Rückweg noch ausgeliefert. Wir haben bei Prusa eine Tour bekommen, durften uns größtenteils das Gebäude anschauen, das Lab anschauen und verschiedene andere Sachen. War richtig geil, hat richtig Spaß gemacht. Jetzt ist es so, Prusa eröffnet heute in Berlin, es ist der 15.02. Wir eröffnen heute Nachmittag in Berlin das Prusa Hub. Und zwar in der Motion Lab Berlin. Motion Lab ist da, wo vor einigen Jahren noch 3DK Berlin drin war. Die sind jetzt umgezogen in die Drivery und in die Räumlichkeiten des Motion Labs ist jetzt Prusa mit eingezogen. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, wie so ein kleines Makerspace. Man kann da hingehen, man kann sich Sachen drucken lassen, basteln, halt einfach Makerspace, man kann da hingehen und wenn man die Geräte oder die Möglichkeit zu Hause selber nicht hat, kann man die da wahrnehmen und da ist jetzt auch Prusa eingezogen und man kann dann die 3D-Drucker nutzen. So wie ich die Location jetzt gesehen habe, ist auch für Schulungen gedacht. Es war mal noch eine Bar oder ein Café drin, weiß nicht, ob das immer noch ist. Ich bin auf jeden Fall unterwegs nach Berlin und werde mir das anschauen und ich nehme euch dazu mit. Also viel Spaß mit diesem Video. So, ich bin angekommen. Kleines bisschen Flashbacks, weil die Halle von außen kenne ich ja schon. Nur damals war es halt 3DK Berlin. Und jetzt Motion Lab, war es vorher auch schon, aber jetzt ganz neu Prusa. Genau richtig. Das kenne ich doch. Hier war ich schon mal. Kommt genau richtig. Wir haben jetzt gleich hier eine kleine Tour.
wir haben jetzt hier mal noch kurz den David, hast du gesagt? Ja, moin. Genau. Du hast jetzt hier vorhin bei dieser Schulung mitgemacht, bei diesem kleinen Kurs, den hast du gewonnen. Wie fandst du es? Also es war ja ein Einsteigerkurs. Ich mache das jetzt seit ungefähr ein Dreivierteljahr und muss sagen, ich habe trotzdem noch sehr viel gelernt tatsächlich. Also, okay. Von so Kleinigkeiten, jetzt zum Beispiel, welches Filament es so für Einsatzmöglichkeiten gibt, bis hin zu, was waren das? Druckbetthaftung, ja. Damit der Druck besser haftet oder man PETG auch richtig drucken kann. Ja. Also an sich, wir haben so einen guten Einstieg bekommen in den ganzen Bereich und ich fand es sehr cool, war auch sehr persönlich gewesen. Ja. Wir konnten viel auch mitmachen, auch selber so einen Druck machen. Ich habe so ausprobieren. So einen kleinen Heil gedruckt, der auch beweglich ist. Ja. War sehr cool. Also wir haben ja einmal den normalen Druck am bisschen was dazu gelernt und dann noch einmal mit den Fossilendruckern. Ja. Also, würdest du das weiterempfehlen? Ich würde es auf jeden Fall für Leute, die jetzt so sich überlegen, einen Drucker zu holen oder damit anfangen wollen, ist das schon ein sehr guter Einstieg, um erstmal so die Basics zu lernen und vielleicht auch so, ja, wo will ich vielleicht hin oder was wäre für mich der richtige Drucker oder das richtige Material zum Drucken. Und du warst jetzt das erste Mal im Motion Lab. Du kanntest das noch überhaupt nicht, durch Zufall drauf gestoßen? Genau, ich habe irgendwo auf Instagram eine Anzeige irgendwie vor ein paar Wochen gesehen und da gab es dann dieses Gewinnspiel für diesen Workshop und habe ich gedacht, naja, cool, ich habe so einen Drucker auch zu Hause, vielleicht lerne ich ja noch ein bisschen was, mach's einfach mal mit, Glück gehabt und gewonnen und so ist es dann entstanden. Du bist aus Berlin? Nicht ganz, ich komme eine Stunde nördlich von Berlin extra, aus. Extra dafür hergekommen? Genau. Was sagst du, würdest du jetzt öfters herkommen, wenn du das, wo du das jetzt hier kennst? Oder war das jetzt erstmal, reicht jetzt erstmal? Würdest du dich nochmal für eine zweite Schulung melden, vielleicht für einen Erweiterungskurs oder sowas? Das, wenn es sowas gäbe, wäre es auf jeden Fall eine Überlegung wert, ja. Okay. An sich, ich finde die Location schon sehr cool. Also hier werden ja noch ein paar andere Sachen so gemacht und ich denke schon, dass man hier auch gut connecten kann, so mit Leuten sich austauschen kann und auch selber noch was dazulernen kann oder vielleicht auch noch andere inspirieren kann. Okay. Also wir sehen, hier wird es jetzt voll. Die Schulung ist vorbei. Jetzt fängt die Party an, die Eröffnung von diesem Hub hier. Also danke fürs Gespräch und dir noch viel Spaß. And then I will say some more words about Motion Lab and then how we came up to the great partnership with Cruja. About today, we will have a short official part, really, really short. Myself, as a friend, my name is Fridtjof, one of the four. Ich habe jetzt hier mal noch den Philipp. Hi. Das Event ist offiziell seit einer halben Stunde vorbei, aber du bist hier Mitglied im Motion Lab. Das heißt, du arbeitest jetzt hier gleich noch ein bisschen weiter? Oder genau, also ich werde hier die Zeit noch ein bisschen vertreten, bis meine Schachfigur gleich ausgedruckt sein wird. Also du bist ein bisschen prusafiziert. Das Event hat dir gefallen? Ja, also das Event war auf jeden Fall super. Ich bin hier tatsächlich ohne irgendwelche Erwartungen, sag ich mal, hingekommen. Ja. Also ich bin, müsst wissen, wirklich komplett neu, was das Thema da 3D-Drucker angeht, auch Prusa. Bin eigentlich hier hingekommen, um einfach mal, ja, just for fun, sag ich mal, Dinge zu drucken, die im Haushalt kaputt gehen, sowas halt. Ne? Und jetzt haben wir halt gerade spontan mein Firmenlogo, wollten wir gerade ausdrucken, das machen wir noch ein bisschen smoother, denke ich, und jetzt eine Schachfigur. Ich bin persönlich echt davon begeistert, muss auch sagen, weil ich einfach jeden Tag hier dran vorbeilaufe, also ich habe einen ganz anderen Background. Ich mache zwar auch Produkte selber, lasse die aber in China eben anfertigen, zum anderen, und will jetzt einfach ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Wenn du jetzt Prototypenbau vor der Tür hast, also ihr kannst ja super schnell dann deine Prototypen jetzt vielleicht rauslassen. Also hat ja jetzt auf jeden Fall auch wieder was gebraucht bei deinem Startup, kann man das schon sagen? Oder was machst du so? Also ich habe eine GmbH gegründet, das ist definitiv, kann man Startup bezeichnen. Ich mag den Begriff nicht so, ganz ehrlich, weil der wird immer wieder rausgehauen. Also ich bin ein Unternehmer, habe ein eigenes Unternehmen und also was ich mache, dass ich vor allem Produkte auf Amazon, über Amazon auf den Markt bringe, ein Teil meines Businesses und der andere Teil ist, dass ich eben Unternehmen coache, für
Zukunftscoachings gebe. Okay. Das ist so eine Okay. Ja, und ich habe ihm gerade so ein ganz kleines bisschen erstmal nur wirklich so grundlegend gezeigt, Dateien slicen, Dateien erstellen, runterladen und slicen, wie das geht und mal auf den Drucker hauen. Jetzt hat er gerade tatsächlich seinen ersten Druck hier gerade gestartet. Und ich denke, das wird dann nicht so der letzte gewesen sein, oder? Also wird es demnächst wahrscheinlich öfters mal passieren. Definitiv angefixt, genau. Okay. Weil angefixt, was das Thema 3D-Drucken angeht. Ja, also gutes Event. Auf jeden Fall. Also super. Definitiv zum Empfehlen. Ja. Alles klar. Danke dafür. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Ebenso. Und viel Spaß nachher noch. Und schönen Feierabend. Dankeschön. You've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, out from another world. Your logic's impaired, your full picture is cropped. Cause we both know one day they're just gonna try again. Without doubt, my say, if all's gonna mend. We both know. So, das war er, mein Roadtrip, mein 36 Stunden Ausflug nach Berlin in das Motion Lab zum neuen Cruiser Hub. Ich hoffe, das hat euch gefallen, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Ich habe sehr viele geile Gespräche führen können, die nicht alle auf Kamera gelandet sind, aber so ein, zwei kleine Impressionen habe ich da mal noch mit eingeholt. Es ist interessant, dass Leute, die teilweise auch gar nichts mit 3D-Drucken zu tun hatten, sich da jetzt halt haben inspirieren lassen, da teilweise auch gestern Abend schon noch ein bisschen ihre eigenen Dateien draufgehauen haben, selber was gedruckt haben. Ich habe noch ein bisschen CAD erklärt und so weiter und so fort. Also, war ein richtig gelungener Tag und ein sehr schön ausklingender Abend dann da drinnen. Und ja, für alle, die jetzt sagen, was ist das Motion Lab überhaupt? Ich habe euch oben mal noch ein Video verlinkt. Da habe ich noch ein kleines Interview mit dem Paul geführt, einer der Mitarbeiter da drinnen, der da auch seit einigen Jahren schon mit aktiv ist, dabei ist. Und schaut euch das auch gerne nochmal an. Ansonsten war es das jetzt hier. Ich bin in wenigen Minuten zu Hause, die letzten Kilometer auf der Autobahn. Und ich sage dann mal bis zum nächsten Video oder Livestream auf Twitch oder auch gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ausschalten jetzt.